Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3. Ist bei mir auch schon wieder jetzt, ja, ich glaube, 6 Wochen her ungefähr, seit wir das letzte Mal, oder seit ich das letzte Mal gespielt habe. Und wir, sind hier immer noch in der Bibliothek. Ich war jetzt auch die ganze Zeit halt auch wegen Semesterferien unterwegs oder bei der Familie und daher konnte ich nicht aufnehmen. Aber hat zum Glück mit dem Vorproduzieren soweit funktioniert oder geklappt, zumindest bei Fallout, dass ich jetzt hier mehr oder weniger lückenlos aufnehmen kann oder lückenlos die Folgen raushauen. Wegen fällt mir gerade, also wegen den Folgen ist, ich werde auch jetzt hier im Oktober, im September noch die Folgen nur täglich raushauen, also nur eine Folge täglich. Das heißt, Fallout kommt nur alle 3 Tage, weil ich ja auch jetzt bald wieder unterwegs bin und von daher wäre das dann auch etwas zu viel gewesen mit dem Vorproduzieren. Aber ab Oktober hoffe ich dann, dass ich dann wieder regelmäßig pro Tag ein Spiel raushaue. Das heißt dann 3 Folgen auf einmal. Hoffen wir doch mal, dass das soweit klappt. Okay, wir sollten ja hier Bücher suchen und Tinte für Button Gwinnett. Ich schau mal gerade auf die Karte. Was sagt denn unsere Karte? Wir sollen wieder raus. Was ist denn für eine Mission? Rayleigh? Wieso sagt denn er, dass wir wieder raus müssen? Schaue ich mir gerade mal an. Oder müssen wir in irgendeinen anderen Abschnitt? Nö, das geht hier wieder zum Ödland. Ja. Was ist mit dir eigentlich los? Ach so. Willkommen zurück. War Ihre Suche nach Büchern mit Erfolg gekrönt? Ja, ich habe Bücher gefunden. Habe ich Bücher gefunden? Scheinbar habe ich Bücher gefunden. Ausgezeichnet. Wie viele wollen Sie mir zum Tauschhandel anbieten? Ja, geben wir mal alle ab. Gut, hier ist die Belohnung. Aber bitte mit Bedacht einsetzen. Weitere Bücher sind natürlich immer willkommen. Alles klar. Warum sammeln Sie eigentlich Bücher? Bücher repräsentieren das gesammelte Wissen der Welt von einst. Von Kinderbüchern bis hin zu detaillierten technischen Handbüchern ist alles von Wert. Indem wir Gelehrten dieses Wissen sammeln und aufzeichnen, können wir es analysieren und für die Ziele der Bruderschaft nutzen. Worin diese Ziele bestehen, entscheidet einzig und allein unser Ältester. Gibt es, hä, wieso gibt es ein Problem mit dem, gibt es ein Problem mit dem Ältesten? Ja, wahrscheinlich, weil er alleine entscheidet, oder? Es steht mir nicht zu, am Ältesten Lyons Kritik zu üben. Außenstehenden will ich nur verraten, dass er kein Traditionalist ist. Das ist alles. Okay. Gut, ich glaube, das war's jetzt. Ach so, ich frag noch mal nach der Tinte. Ich bin überrascht, dass das alte Zeug überhaupt jemanden interessiert. Ich glaube, es gibt noch was davon oben im alten Restaurationslabor. Aber seien Sie vorsichtig da oben. Soviel ich weiß, wimmelt es dort von Ratten und Kakerlaken. Nein, die sind ja kein Problem. Also oben Natürlich. Restaurationslabor. Schaue ich mir mal gerade auf der Karte an. Archiv, Kinderabteilung, Ödland. Und da geht es zumindest mal nach oben. Schaue ich doch mal danach. Oder ich gucke mal, haben wir nicht irgendwie schon Tinte im Gepäck? Sonstiges, aber dann wäre ja eigentlich. Da, das wäre doch Tinte. Okay. Dann versuchen wir das mal. Mit den Büchern können wir irgendwann mal hier wieder hin zurückkehren. Aber hat zumindest einiges an Geld gebracht. Dann begeben wir uns jetzt mal wieder auf den Weg. Oder beziehungsweise zu dem guten Herr
Gwyneth und geben die Tinte ab. Klink. So, einmal hier rein. Ich glaube, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal durchlaufen. Was mir gerade noch einfällt. Ups, da war eine Mine. Und bevor ich es wieder vergesse, ich möchte nochmal einen sehr herzlichen Dank an den guten Old Styrian Oak aussprechen. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig ausgesprochen. Der jetzt hier die letzte Zeit sehr fleißig meine Videos geschaut hat und auch immer hilfreiche Tipps parat hatte. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich jetzt erst drauf eingehen kann. Ich war halt die ganze Zeit unterwegs und bin nicht zum Aufnehmen gekommen. Aber wie gesagt, vielen Dank. Finde ich schön, dass es dir gefällt und mit den Tipps kann ich auch einiges anfangen. Ach so, stimmt, das war die Tür, die wir nicht aufgekriegt haben. Den hat es zerlegt. Ach, ich muss mich jetzt auch echt mal wieder hier zurechtfinden. Dann ging es ja hier einmal außen rum. Ich glaube, die hatten wir auch schon durchsucht, hier die ganzen Schränke. Nee, hatten wir nicht. Oder die sind wieder respawned. Was heißt respawned? Wieder aufgefüllt worden. Da ist noch was drin. Na gut, Altmetall will ich jetzt nicht. Eine Tür. Wo ging's? Ich glaube, wir mussten runter. Ich schaue mir nochmal die lokale Karte an. Genau, runter und dann zum Tresorraum. Alles klar. Das ist nichts. Gut, Tresorraum. Ging hier rüber. Ach, stimmt, hier waren dann diese Unabhängigkeitserklärungen oder was da auch immer drin war. Obwohl, im Moment, die Unabhängigkeitserklärung müssen wir suchen. Da war irgendwelche anderen Schriftrollen waren da drin. Da erinnere ich mich noch an die Geschütztürme vorne dran. Ja, was so, was man 6 Wochen alles wieder vergisst. So. Hier rein und hallo, Button. Gottgütiger Himmel! Sie haben es geschafft! Natürlich. Geschwind, reichen Sie mir die Tinte und ich werde eine Kopie der Unabhängigkeitserklärung anfertigen. Hier bitte, eine perfekte Kopie. Da wird sich der alte George aber freuen. Wie lauten die nächsten Befehle des Kongresses? Dankeschön. Puh, was sollen wir denn jetzt machen? Bewahre die Erklärung sicher auf. Spreng dich selbst in die Luft. Ich glaube, er kann sie mal sicher aufbewahren. Notfalls hauen wir den um. Obwohl das hier mit den zwei Geschütztürmen auch nicht so schwierig ist. Es hieß irgendwie, ich könnte noch die Perücke von ihm nehmen oder irgendwas in der Art, die ziemlich gute Werte hat. Wird erledigt. Um an die Erklärung zu kommen, wird man sie meinen eiskalten Fingern entreißen müssen. Es war mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Wie ich sehe, sind sie ein echter Patriot unter den Menschen. Gehen Sie. Meine Männer werden sie hinfort unbehelligt lassen. Gehaben Sie sich wohl. Ich habe die Männer alle erledigt, muss ich sagen. Gut, von wegen eiskalten Finger. Ich glaube, Roboter haben eh immer eiskalte Finger. Daher sollte das jetzt nicht so schlimm sein. Der mag Geschützturm. Erfordert Schlüssel. Sehr schwer. Okay. Viel Glück und gehaben Sie sich wohl. Kann ich den eigentlich jetzt bestehlen? Nee. Das geht nicht. Ja gut. Dietrich-Fähigkeit 100 und den Schlüssel werde ich wahrscheinlich auch nicht haben. Nee. Hier haben wir schon alles geplündert. Können wir eigentlich da dran? Okay, da waren wir wohl scheinbar auch schon dran. Ah. Alle Türen aufschließen.
alle Türen des Ostflügels aufschließen. Zack. Und magnetisch verriegelte Türen aufschließen. Oh, Wartung anfordern. Schade. Gut, aber jetzt kommen wir hier durch. Okay, und hier auch. Super. Ich speichere das Ganze mal. Und jetzt dürfen wir uns dürfen wir uns hier umsehen. Ja, doch gut, dass ich es nochmal gemacht habe. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Klingt interessant. Safe. Munition. Kronkorken. Vorkriegsgeld. Die Pistole lasse ich mal liegen. Die ist mir zu schlecht oder zu kaputt. Die Unabhängigkeitserklärung. So viel dann zu sperren Sie sich ja weg. Hier haben wir auch wieder... Moment. Da musste ich mich gerade mal räuspern. War noch nicht ganz weg, der Frosch im Hals. Okay, das wäre jetzt das soweit. Wahrscheinlich kriegen wir die Perücke auch nur, wenn wir ihn umgebracht hätten. Was haben wir denn hier Schönes? John Hancock. Barton Gwinnett. Ach, das sind ja die... Benjamin Franklin. John Adams. Thomas Jefferson. Das sind hier die Gründungsväter. Edward Rutsch. John Wilson. Und Backup. Protectron. Ein Service Terminal haben wir hier noch. Was steht denn auf dem... Na gut, Clipboard. Lunchbox. Schreibtisch ist leer. Die Medizineinheit. Können wir die... Ist nach umfassender Überholung wieder online. Okay. Ja, gut. Wird schon irgendwie passen. Und da kann ich die jetzt aktivieren. Dann würde ich doch mal... Ja, schauen wir doch mal, was das bringt, wenn wir jetzt hier die Leute rausholen. Einheitenvorschrift. Zwecks Teilnahme unserer Wiederaufführungsshow. Okay, aktivieren wir die doch mal. Abwesend. Zurückrufen. Nicht verfügbar. Okay. Ja, stimmt, da ist niemand drin. Sehe ich gerade. John Adams. Adams, Entschuldigung. Könnten wir auch... Ach, wir könnten, glaube ich, mal versuchen, den Button Gwinnett zurück und John Hancock scheint wohl auch irgendwo rumzulaufen. Nicht verfügbar, abwesend. Runterfahren. Gut, dann gucke ich doch mal, ob wir den Button Gwinnett zurückrufen können. Nicht verfügbar, abwesend. Abwesend. Okay. Hätte ja sein können, dass wir jetzt vielleicht irgendwie in den... hier in dieses, was auch immer das ist, Aufbewahrungsding schicken können. Geht's hier weiter? Da geht's wieder zum Nationalarchiv. Unterprogramme. Abwesend, abwesend, abwesend. Oh. Jefferson. Trauung ausführen. Okay. Den können wir aktivieren. Hallo Backup. Leute, hier spricht Three Dog. Eure Stimme in der Finsternis, oder zumindest in der atomaren Nacht. Wir unterbrechen unser Programm für einige wichtige Meldungen. Okay.
Da haben wir auch jemanden drin. Das ist, glaube ich, Jefferson. Genau. Wegen Wartungsarbeiten. Sollte jemand Informationen bezüglich des Austauschs der Sprachsoftware unseres Thomas Jefferson? Bla bla. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sagen euch die Wahrheit, auch wenn sie wehtut. Und jetzt etwas Musik. Okay, dann, ja, kommen wir, glaube ich, hier auch nicht großartig weiter. Viel Glück und gehaben Sie sich wohl. Gut, ich glaube, das war's jetzt soweit. Also, hier haben wir jetzt alles aufgeschlossen, hier haben wir alles geplündert. Dann begebe ich mich mal wieder nach draußen. Ach, wir könnten eigentlich rein theoretisch können wir auch hier den Aufzug nehmen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich guck mal gerade, ob ich da noch irgendwas machen kann. Einheit zurückrufen. Des Anwesens. Aktivieren wegen Wartungsarbeiten. Herunterfahren ist offline. Die Wartungsnotiz, okay. Ne, okay. Kann man nichts machen. Gut, dann gucken wir uns nochmal an, wo der Aufzug hinführt. Na gut. Was? Hier scheinen irgendwo Gegner zu sein. Ups, das wollte ich nicht. Oh, wir sind böse verletzt. Das hat wehgetan. Mist, und ich glaube, wir haben auch keine Stimpaks mehr. Nee, das sieht nicht gut aus. Ich werde dann einfach mal gucken, dass ich jetzt hier, ja, mal Zeug weg esse. Falsch nur eins erhöht, das ist doch schön. So, Lügen wie im Kongress. Sprach um eins erhöht. Schadensresistenz will ich jetzt gerade nicht. Das Mindlurk-Fleisch kippe ich mir mal rein. Und ein wenig Cola. Gut, dann sind wir gleich auch wieder voll. Oder zumindest einigermaßen. Und ja, okay, die Zuckerbomben, die wollte ich ja noch abgeben. Da kriegen wir ja XP für. Ich bin aber... Oh, immer noch verkrüppelt, oder? Ja. Da muss ich gucken, dass ich jetzt dringend Stimpaks kriege. Du wartest jetzt erstmal. Jetzt wirst du erstmal erledigt, du Supermutantenbiest. Komm, noch ein Schuss. Gut so. Okay, stimmt, super. Das heißt, wir haben jetzt den angeschossen. Und, Sydney hat einen... Oh, Sydney. Was ist los? Verletzt? Ja, mich hat's ganz schön erwischt. Ja, sehe ich. Ich habe leider keine Medizin mehr. Ich werde mein Bestes... Puh, dann müssen wir gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ich brauche dringend Zeug. Rivet City. Das machen wir später. Ja, das ist jetzt... Das habe ich jetzt auch mal erfahren. Das ist, das liegt an unserer Verkrüppelung. Hier, dass unser Kopf verkrüppelt ist. Ich schaue mich... Dann hier nochmal um, da kommen schon die nächsten. Die Zigaretten möchte ich mitnehmen. Und ja, bitte einmal erledigen. Da wäre er hin.
Okay, dann mache ich an der Stelle jetzt mal einen Folgenstopp. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, ihr habt Spaß an der Folge gehabt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.